Willkommen bei der Microsoft Produktaktivierungszentrale. Um die Servicequalität zu erhöhen, wird dieser Anruf eventuell aufgezeichnet oder mitgehört. Und die erfassten Informationen können an unser Supportpersonal und unsere Niederlassungen in anderen Ländern weitergegeben werden. Zur Aktivierung von Windows drückt. Alles klar, werfen Sie jetzt einen Blick auf Ihren Bildschirm. Ich werde Sie bitten, mir Ihre Installations-ID mitzuteilen. Die Installations-ID ist eine lange Ziffernfolge, die aus mehreren Gruppen besteht. Ich werde Sie nach jeweils einer Gruppe fragen. Geben Sie bitte. Sehr gut. Geben Sie als nächstes. Gut, geben Sie als. Gut, geben Sie als. Gut, geben Sie zu. Verstanden, vielen Dank. Bitte warten Sie einen Moment, ich sehe kurz nach. Jetzt werde ich die Bestätigungs-ID vorlesen. Sie müssen Ihre Tastatur verwenden, um sie in die leeren Blöcke einzugeben, die Sie unten im Aktivierungsfenster sehen. Wenn ich eine der sechsstelligen Zifferngruppen vorlese, sage ich jeweils dazu, in welchem Block sie gehört. Platzieren Sie den Cursor jetzt mit Hilfe der Maus in Block A. Sobald ich die Block A lautet 5, 1, 0, 6, 7, 5. Block B lautet 8, 5, 5, 6, 3, 3. Block C lautet 2, 4, 5, 3, 0, 0. Block D lautet 4, 1, 2, 0, 2, 3. Block E lautet 3, 4, 3, 8, 4, 6. Block F lautet 6, 5, 1, 8. 2, 0. Block G lautet 2, 3, 6, 6, 9, 0. Block H lautet 5, 5, 0, 3, 4, 4. Falls der letzte Block wiederholt werden soll, drücken Sie die 1. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die 2. Drücken Sie die. Nehmen Sie sich jetzt bitte einen Moment Zeit, um die Bestätigung. Sehr gut, Ihr Produkt wurde erfolgreich aktiviert. Vielen Dank für Ihren Anruf bei Microsoft. Auf Wiederhören.